Jetzt filme ich. Warte, dann machen wir so. Schon, ne? Ich habe die Blutverbotsbericht da, ewig alle 2 Meter bleiben stehen und filmen irgendwas. Ist echt schrecklich. Furchtbar, gell? Jetzt haben wir ein schönes Platz gefunden. Wir haben einen Platz gefunden. Hey Leute, im kalten Wald mit 3 weiteren Leuten. Alle sind da, gute Freunde. Wir haben übernachtet und wenn ihr wissen wollt, wie wir gefroren haben, was wir so getrieben haben, bleibt dran. Da wird man weggeschubst hier, damit der filmen kann, der Kerl da. Das Stativ musst du hier aufs Display stellen. Ne? Da steht es besonders gut. Ist gut. Also bist du soweit? Ja. So, making of, off, was eigentlich? Ich dachte, wir springen jetzt da rein. Okay. Sven wird da rein springen. So, jetzt auf der Suche nach einem schönen Platz hier. Schauen wir mal. Hier? Super Platz. Ja, gell? Für alle genug. Ja. Da haben wir nachher kein Feuerholz, weil jeder immer beschäftigt ist beim Filmen so. Ja. Ah, scheiße Weg. Aber hier haben wir genug Holz schon mal. Genau so habe ich mir auch vorgestellt. Ah, herrlich. Schaut euch das an. Ohne Moos nichts los. Sven geht heute Hängematte. Wobei mich das total wundert, weil der hasst Hängematte. Ja. Gell? So? Ja, scheiße, gell? Ja. Der hier? Er muss halt in die Hängematten, weil das Wind dabei ist. Also, ich weiß es nicht. Profi-Instructions heute. Genau, schauen wir mal. Naja, gut, also ich weiß noch nicht, wo ich mich hinlegen werde. Aber, das ist fast zu eng, ne? Aber es gibt genug Plätzchen hier. Ich habe ja eh nur einen Biwaksack dabei. Ein kleines Tarp heute. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das so gewählt habe, weil wahrscheinlich der Lagerplatz dann wieder woanders ist, wo ich wo ich dann schlafen werde. Dann ist es doch gut, dass ich das kleine Tarp dabei habe. Was sagst du dazu, René? Ja, kriegt man schon hin. Also ich werde mich hier entfalten. Ja. Mit meinem kleinen Zelt. Habt ihr eine Wohnung heute dabei? Genau, wie immer. Genau. Eine Einraumwohnung. Mehr kann ich mir nicht mehr leisten. So, immer ganz wichtig, Probe liegen, weil letztes Mal habe ich das Problem gehabt, da habe ich das gar nicht gemacht, war zu faul und so. Und dann lag ich verdammt schief im Biwaksack und musste noch umbauen. Das war natürlich sehr unangenehm, aber ich glaube, hier geht's einigermaßen. So, jetzt habe ich dann nochmal umgebaut. Ist ein bisschen gerader hier der Platz, wesentlich besser. Dann kann ich einen Biwaksack locker hinstellen. Und wie zufrieden bist? Mit der Hängematte, gigantisch. Schon mal drin gepennt? Ja, regelmäßig. Ich habe die ganze Seite, die ich habe, nicht mehr auf dem Boden gepennt. Und ich war absoluter Bodenschläfer. Das ist ja klar. Ach, du hast ein Ding? Ist das da? Da. René, was hast du jetzt da für ein Zelt? Das ist das Rubens, oder? Das ist Rubens Arrowhead. Das ist okay. Ein Mann, zwei. Ein Mann. Ein Mann. Übereinander vielleicht zwei Mann. Ja, viel Spaß. Mann und Frau dann hätten. Ja, natürlich, nur. Danke.
auch ein bisschen Chaos. Zuseitig. So, mal ein anderes Setup. Heute habe ich bloß das 2x3 dabei von AquaQuest. Ich habe das so aufgespannt, da hinten ist so ein, ist halt zu jetzt quasi. Ja, theoretisch, wenn du jetzt hier, weil es ja doch relativ kalt ist, ein Feuerchen machen würdest, dann würde sich da hinten richtig schön die Wärme sammeln können. Und das wäre dann recht gemütlich. So ist das. Ja, es sieht auch gemütlich aus, am liebsten würde ich gleich schlafen gehen. Aber es ist noch ein bisschen hin. Wir haben jetzt 3:15. Schaut schon richtig dunkel aus. Hast du einen Schnellverschluss, da kann man da gerade nur draufstecken. Achso, nein, habe ich nicht. Leider. Ich habe so viel Zeugs zu Hause, aber sowas habe ich leider nicht. Zur Arbeit? Ja. Ist ganz schön nass außen. Das. Ja. Ein bisschen ungewohnt, der Feuerstahl. Ja. Aber läuft. Geil, funktioniert mein Feuerstahl. Hast du 30 da? Was man hier am Wolfgang schön sieht, dass hier die Funken einfach länger bleiben als bei seinem Light My Fire. Das hat man jetzt gesehen, oder? Also von dem her sehr guter Feuerstahl. Wissen wir das auch schon. So, jetzt. Der Wald brennt. Es ist schon schön warm. Der Hugo selber, der ist auch gar nicht schlecht. Ja. Ich habe mir mehr schon geschaut, der geht mit 30 Euro. Ja, der geht auch noch. Die Schlitzkatze. Die wird mal unbedingt erwarten. Ja. Den habe ich mir gedacht. Den habe ich mir gekauft, weil der genauso von dem Rasen ist fast wie die Buschbox. So, wie man sieht, sieht man gar nichts. ja. Hat sich der Plan ein bisschen verändert. Wir haben hier draußen ein bisschen ein Hobofeuerchen gemacht und sitzen hier so ganz, ganz verloren in der Kälte außenrum und freuen uns über die Kerzenflamme. So schaut's aus. So, jetzt brennt deine Hose gleich, du musst aufpassen. Ich merke schon, der ist so schön langsam warm. Ja, wenn es jetzt glüht, dann ist es die Scheiße voll. Schauen wir mal. Ja, jetzt geht's los. Das ist schon eine schöne Grundhitze. So Leute, wir haben uns entschlossen, das Feuer nach außen zu verlegen. Es ist einfach viel zu frisch und es war nicht so angenehm mit dem kleinen Hobo. Jetzt machen wir ein richtiges Feuer, nicht zu groß, also schon nicht übertreiben, aber es ist halt schon was anderes jetzt. Ist auf jeden Fall besser. Das müsste aber weniger sein als nicht. Saukalt zwar außenrum, aber hier ein Feuerchen, auch wenn es nicht besonders groß ist, ist es doch was anderes. Das ist eine Geschichte, gell? Ja, jetzt ist ja wieder mehr dran. Was? Ja, das wird zu lange dauern jetzt aber. Oder was nicht?
Bergen, das ist nicht schlecht. Leuchtest du nochmal hin? Ja. Ah. Schön warm. Bei dir, Stefan. Super, läuft alles wunderbar. Gut. Arschkalt ist. Ja. So macht Spaß. Sieht man nicht so toll jetzt mit der Kamera, aber ich habe die Flasche ganz kurz aufgefüllt mit dem Wasser und ein bisschen draußen stehen lassen, nicht mal 5 Minuten, und da waren schon Eiskristalle überall drin. Stelle ich es ein bisschen ans Feuer und dann nehme ich es in den Biwaksack mit rein, damit ich morgen kein gefrorenes Wasser habe. Seht ihr das, wie das glitzert? Hey, das ganze Tarp ist voller Eis. Alles vereist hier. Wahnsinn, so kalt. So, schweinekalt, Leute. Und in der Nähe von hier sind so Hundegebell, schon seit fast 3/4 Stunde ungefähr. Das nervt uns tierisch. Wir wissen halt nicht, was da los ist. Mal kommt es näher, mal ist es weiter weg. Aber wir haben jetzt doch beschlossen, dass wir in die Schlafsäcke schlüpfen, denn es ist einfach viel zu kalt, um draußen rumzustehen und zu warten. Genau. So, an dieser Stelle dann auch eine schöne gute Nacht. Also, ehrlich gesagt, ich kann euch gar nicht beschreiben, wie herrlich das ausschaut. Hier so rauszuschauen, die Sterne zu sehen und so. Eiskalte Nacht und trotzdem warm eingepackt. Einfach herrlich. Na gut, okay, dann sehen wir uns dann gleich wieder am Morgen. Ciao, gute Nacht. Na. Morgen, Leute. Saukalte Nacht, aber gut durchgebracht. Schön warm geschlafen, so soll es sein. So, hier sieht man es wieder wunderbar. Mega eingeeist. Das ganze Tarp. Ja, ist richtig angenehm kalt. Hier wird schon abgebaut. Morgen. Morgen. Ja, wie hast du geschlafen? Servus. Eigentlich ganz gut, aber meine Nase war eiskalt. Meine auch, obwohl ich im Biwaksack war. Aber das ging dann immer, wenn ich mich umgedreht habe oder so. Ja. Ja. Ja, ist schon krass. Krasse Sache. Ja, alles gut. Ja, aber lieber. Eben überstanden. Es gibt YouTuber, die würden sagen, und überlebt nur knapp. Genau. Überlebt nur knapp dem Nasenfrieren. Ja, genau. Morgen, René. Morgen. Und? Wie hast du denn geschlafen? Sehr gut. Sehr schön, sehr warm, sehr ruhig. Ja. Perfekt. Wunderbar. So soll es sein, ne? Ja, so soll es sein. Hat alles gepasst. Ja, Nacht überstanden. Sehr gut sogar. Hallo! Wie hast du denn geschlafen, Sven? Ja, war schon ganz schön kalt. Ja? Aber kalt mit Ansage. Also genau. Ich hatte einen Topkilt mit, der für 0 Grad eigentlich ist, minimal. Und es war schon klar, dass das ein bisschen frisch wird. Wollte aber einfach probieren, was man so mit Klamotten und so noch rausholen kann. Aber war schon, viel kälter hätte es nicht sein brauchen. Aber hat gepasst. Mhm. Absolut. Genau, nur knapp. Nur knapp, wie immer. Ja. Ja, ich selber, bei mir war es genauso wie beim Sven oder den anderen so, gut überstanden. Aber viel kälter hätte es nicht mehr werden dürfen. Da hätte ich dann schon, ja, da hätte ich halt mehr anziehen müssen dann einfach so. Und wenn es dann noch ein bisschen kälter wäre, habe ich schon gemerkt, dann wäre es dann schon für mich Zeit, den Tropen noch dazu zu nehmen. Aber so ging es sehr gut. So, Leute, ich filme noch mit der Action Cam. Ich habe das andere Zeug schon weggeräumt, weil mein Fokus. Genau, kein Bock mehr. Der Fokus hat auch keinen Bock mehr gehabt, also die Schärfe, Unschärfe und so, das wurde alles nicht mehr so gut gemacht. Und deswegen habe ich mich für die Kamera entschieden und außerdem teste ich die gerade ein bisschen aus. Ja, Trangia hat gleich gezündet, das hat ganz gut funktioniert. Und jetzt machen wir uns alle Mann einen Kaffee. Haben uns verdient. Ja, wie gesagt, der Original Lumix Akku, der hat seit gestern Abend, der war die ganze Nacht draußen, hat heute Morgen noch funktioniert, aber diese Nachbaudinger. Ach so.
Nicht dasselbe. Nachbau. Du weißt ja, wo ich war. Bleib bloß bei wichtigen Kunden. Hm. Kannst du noch weiter bleiben? Psst. Prost, Leute. Prost. Prost. Ja, ja, so können wir auch. Ich habe im Wohnzimmer das erste Mal aufgelassen, hat sich mein Aldi draufgelegt. Weg. Ja. Ist schon weg. Nein, ich kann ja nicht Wasser. So Leute, wir trinken noch eine zweite Tasse Kaffee und dann verabschieden wir uns. Irgendwie wird da nicht mehr viel passieren. Noch ein bisschen zusammenpacken und heimwärts gehen. Dann kommt der Bus. In der Runde René, der liebe Steffen. Stefan von Chiemsee Outdoor. Scheiße! Das macht absichtlich. Outdoor Chiemgau, auf jeden Fall reinschauen. Blackout-Videos ohne Ende. Und hier haben wir unseren Hängematten-Sven. Beim Kaffee trinken. Künkele, auf seinen Kanal schauen. Verlinke ich alles. Jawohl, also dann macht es gut, Leute. Gehört euch. Tschüss. Ciao, ciao.